Willkommen zurück zu einer neuen, düsteren, abgelooteten Version. Loot of Decay, Loot Edition. Freut mich, dass du da draußen wieder reinlootest. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die finsteren Looter, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Wir machen weiter. Erstmal hier drüben ein bisschen hin, denn wir können einiges hier machen. Also, wir schauen hier mal rein. Wir können, glaube ich, unser Labor verbessern, denn wir haben eine Expertin. Wir haben eine Expertin und wir können... Kann man eigentlich einen Parkplatz verbessern? Geht sowas? Auto verbessern? Was? Man kann sein Auto verbessern? Ich wusste nicht, dass sowas geht. Okay, was brauche ich denn dafür? Ein Aufwertungskit. Ich benötige unbedingt ein Aufwertungskit. Wasser und Strom. Schweres Lager. Ich kann hier Wasser reinholen. Das ist auf jeden Fall drin. Mit einer Wasserkühlung. Wenn ich jetzt hier verbessere, habe ich plus 20 für Munition und für Benzin. Würde sich das lohnen? Ich weiß nicht. Also es gibt jede Menge Zeug, was wir hier tun können. Aber ich bin immer noch ein bisschen unsicher. Wir brauchen mehr Menschen. Und wir müssen einzelne Personen zu Helden machen. Denn wenn die Helden sind, habe ich gesehen, dann bekommen die halt diverse Bonis dazu. Und diese Bonis, ich nenne es jetzt einfach mal Berufe oder... ja, spezielle Eigenschaften, die bringen uns dann auch wieder die Möglichkeit, andere Dinge zu verbessern. So läuft das eben. Wir haben ja eigentlich hier so ein bisschen angefangen. Ich fühle, dass du mich hören kannst, selbst wenn du nie antwortest. Bitte antworte, wenn du kannst. Ich will nur wissen, dass du lebst. Und ich bin nicht allein. Wer zum Geier ist Vic? Irgendjemand hat Ärger, aber wer zum Geier ist denn bitteschön weg? Also wir gehen jetzt erstmal hier hin und da drüben scheint eine Nebenmission zu sein und ich würde mich freuen. Irgendjemand Neues zu finden. Weil je mehr Leute wir sind, klar, natürlich, die Versorgungsphase ist ein bisschen anstrengender, weil du halt genügend Essen, Medizin und... alles Mögliche brauchst, aber trotzdem. Je mehr wir sind, umso leichter wird's. Moment. Stopp. Halt, stopp. Hier drüben muss ich rein. Sehr gut. Immer drauf. Warte, Moment. Hier gibt's noch ein bisschen Loot. Wahrscheinlich Baumaterialien. Und im Moment brauchen wir die. Yes, Baumaterialien. Schön hier mitgenommen. Sie ist an sich auf einem verdammt guten Weg. Ey, Lady! Schnauze! Gibt Zombies keine Chance. Ja, die erobern hier wieder alles langsam zurück. Ja, keine Zombies hier. Hier waren schon lange keine Zombies mehr eigentlich. Aber die Zombies gewinnen den Krieg. Irgendwann müssten doch mal alle verwandelt sein. Und dann müssten irgendwann mal alle tot sein. Irgendwann muss doch mal Schluss sein. Gibt's doch nicht. Dass es hier gefühlt immer und immer weitergeht. Immer und immer wieder neue. Ja, wenigstens habe ich hier meine Ecke. Ein Kraftpaket. Läuft. Läuft. Was hat sie gerade gesagt? Gisela Matsch? Was ist Gisela Matsch? Ah, Gisela Matsch. Du mich ja verstehen? Nein, du nicht verstehen? Ich will jetzt erstmal mein Krankenhaus und dann rüber zu Logan. Weil ich dauernd hier meine Pläne außer Acht verliere. Schön reingematscht. Was nicht so gut ist, denn... Moment, Krankenhaus weiter oben. Denn wir alle wissen, das Fahrzeug kann sehr, sehr schnell kaputt gehen. Sehr, sehr super schnell. Das ist ganz schnell Isola Matsch am Fahrzeug. Schwabbel! Shut the Fu ab! Eigentlich müssen wir immer krasser werden. Und hier mit dem Rabenschnabel. Oh, schöner Kill.
auch wenn es super düster ist. Well, beggars can't be choosers. Ja, kann man mitnehmen. Geht immer, oder? Bisschen Mull am Straßenrand geht eigentlich immer. Wir können eigentlich zu Fuß gehen. Was zum Reparieren wäre jetzt super Premium Deluxe. Let's see what it's got. Reparaturzeug. Wir brauchen mehr Reparaturzeug. Okay, hier könnte es potenziell ein bisschen Essen geben. This will help a lot. Keisha. Hey, girlfriend. Ja, allerbeste Freundin. Nimm mal den Scheiß hier. Okay, ich finde so viel Saatgut reicht für eine Ewigkeit. Nope. 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 Okay, hier drüben. Was bist du für ein Laden? Okay. Die Veterinärklinik, die brauchen wir. Weil dann bekommen wir jetzt halt permanent Medizin. This is seriously too heavy. Das werden wir uns definitiv jetzt erstmal hier schön catchen. Bleib liegen. Ich will nicht looten, ich will töten. Alter, er findet immer wieder den geilsten Shit. Let's put something down first. Der Bruder hat's drauf. Er findet immer wieder geile Sachen. Okay, super viel medizinische Güter. I'm done checking this place out. Und irgendwas anderes habe ich gefunden, was glaube ich auch ganz gut ist. Oh man, I cannot. Outpost secure and ready to go. So. Ich habe den Laden. Eine Reinigungsstation. Oh. Ja, die könnte wirklich sehr nützlich sein. So, medizinische Güter. Klar, an sich brauchen wir die Dinger. Das Problem ist nur, wir müssen es ja selbst ins Lager abliefern. Deswegen hole ich jetzt mal hier oben die Karre. Gott sei Dank kann die Kleine ordentlich sprinten. Mal hier und da ein Energy reinkippen. Oder ein Kaffee. Wahrscheinlich auch eine ganz gute Idee. Ich nutze die Dinge einfach viel zu wenig. Ich müsste die eigentlich viel, viel mehr nutzen. So, nimm mal hier. Hey, Girlfriend. Kampf gegen Infektion, 92%. Gib mir mal den Sack hier. Also ich muss sagen, das ist ein geiler Charakter. Mit der hier bin ich wirklich verdammt gut unterwegs. Gefällt mir eigentlich besser als Quincy. Klar, Quincy ist ein cooler Typ. Ist ein cooler Typ. Punkt für Quince. Aber ich finde sie als Charakter von den Werten her und wie man sie eben spielt, finde ich sie deutlich angenehmer. So. Rein mit dem Sack. Nimm meinen dicken Sack. Wo denn? Ah, hier. Alter! Woher kommt dieser Bengel plötzlich? Und warum ist immer noch dunkel? Das kann doch nicht sein. Ich habe extra schon, keine Ahnung, 10 Minuten, 15 Minuten gewartet. In der Hoffnung, dass wir bei Tag unterwegs sein dürfen. Aber die Nacht ist unendlich. Die Nacht ist einfach nur unendlich. Achtung, Schreihals. Oh. Oh, nicht gut. Ich muss damit aufhören. Reparaturkit. Bitte sag mir, da ist eins drin. So, hier noch ein bisschen Schlagen gepimpt. Was das Plündern angeht, finde ich es hier eigentlich auch ganz gut. Weil das ist ja das große Plussi beim alten Quince. Er kann halt verdammt gut plündern. Wie komme ich da hin? Ah, die Straße hier lang. In der leisen Hoffnung, dass wir... Hör doch mal auf! Ich wollte die nicht mehr überfahren. Die jumpen einfach rein. So, hier oben. Gibt's hier Loot? Haben wir irgendwo noch eine Werkstatt? Was ist das hier? Strom!
könnte nützlich sein. Oh nein! Eine Bande Fettsäcke! Team Adipös! Und den reiß ich hier mal schön nieder. Kisha, jetzt bin ich getroffen. Mann, Kisha, du musst mir noch ein bisschen Rücken frei halten. Hey, Girlfriend. Ja, von wegen Girlfriend. I'm getting exposed to too much of this plague crap. Wir müssen no more zombies teamworken. Here. Hard teamworken. Do I really have to carry all this crap? Ja, musst du. Reparaturzeug, bitte. Bitte ein klein bisschen Reparaturzeug. Didn't find a thing. Moralbonus. Tägliche Benzinkosten. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich will das haben. Wow, 2000. Uff, Alter. Uff. Heftig. Ich hätte das echt wahnsinnig gern, aber 2000. Aber dafür Strom. Und in diesen extrem dunklen, düsteren, finsteren Zeiten ist Strom wirklich was verdammt Gutes. Oi, 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 oi. Okay, hier müssen wir hoch. Fahr das Auto nicht zu Schrott. Bitte nicht. Helena, bitte nicht. Hey, over here. Komm schon, hier muss es was geben. Hier sind so viele Gebäude, hier muss es doch irgendwas geben. Alter, ich bekomme alles nur nicht zum Reparieren meines Fahrzeugs. I wish I had room for it. Oh, Benzin. Na gut, Benzin können wir auch eigentlich gebrauchen, aber trotzdem. Come on, baby. Ich brauche ein bisschen Glück. Hier war doch noch ein Sack drin, ne? Okay, hier drüben. Ich fühle es. Die alte Scheune. No more zombies? Too bad. Eine große Truhe. Und da ist jetzt drin. Oder auch nicht. Hey, Darling. Schlepp mal hier noch einen Sack. How are you doing? Hey, girlfriend. Na, ich will die hier leveln. Ich bin kurz davor. Ich bin kurz davor, es dauert nicht mehr lange. Dann habe ich die hier zu einer Heldin gemacht. I hope nothing heard that. Ich will wissen, was sie drauf hat. Dankeschön. Kann ich mit Logan eventuell handeln? Weil so kann man ja auch hier diese... Au! Rufpunkte farmen. Ich hol die Knarre raus. Irgendwas lebt hier noch. Oh, Schreihals. Ich bin immer noch Bürger. Ich muss Heldin werden. Ich muss eine Heldin werden. Und ich brauche Reparaturzeug. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier was zum Reparieren finde, ist, glaube ich, ja, sehr, sehr gering. Ein Multifunktionstrainingsgerät? Verlockend. Absolut verlockend. I'm not carrying more stuff. Was kann ich denn wegwerfen? No more of that. Nehmen wir die hier mit. Mr. Logan, Sir. Oh, es wird langsam hell. Dämmerung kommt. Ich sage ja, die Nächte gehen hier gefühlt endlos. So, dann rede mal. Thanks for coming out. I need to show you something. Okay, ich bin bereit. I don't know if you've noticed this, but the blood plague in this area is especially nasty. Yeah? No kidding. The things I'm gonna show you, let's just say they aren't exactly common outside the valley.
Okay, du kommst mit. Alles klar, er kommt mit. Cool. Ich hoffe, danach sagt ihr, hey, yo, ich bin dabei. Mädels. Oh, hier. Schrauberkiste. Komm schon. Das gibt's doch nicht. Unmöglich. Man kann doch nicht ewig Pech haben. Davor habe ich ihn ja dauernd gefunden. So, hier Schädel weggeschlagen. Davor finde ich die Dinger dauernd. Und jetzt nichts. Nicht mal ein bisschen. Oh, hier ist wieder wahrscheinlich nur Sprit drin. Could be worse. Okay, wo müssen wir denn hin? Wir müssen hier eigentlich direkt runter. Oh, wir gehen zum Flugzeug. Geil, Mann. Einfach nur extrem geil. Nice one. Nice one. Okay, this is close enough. See that disgusting mass up there? Ja, it's a plague wall. Don't get too close unless you're ready for a serious fight. Ich bin hart ready. This might just be a primo supply spot. It looks kind of like a plague heart. Uh-huh. The doc calls it the next step in blood plague evolution. Personally, I think of these walls as the reason my entire squad is dead. We shot it, burned it, blew it up. Nothing worked. Until the doc stumbled onto a neat little trick. Now, we've probably seen plague bloaters around the valley already. The doc figured out that these bastards held the secret to taking down the plague walls. Who's this doc you keep talking about? And what do plague bloaters have to do with anything? Ah, Moment, wir müssen woanders hin jetzt. Like gotta kick this blood plague somehow. Wir müssen da drüben hin. Und ich bin jetzt verseucht. Ich habe ein Glück, ich habe ein unglaubliches Glück in dem Spiel. Wirklich, also Wahnsinn. If you approach slowly, you can harvest the bloater's poison gland before it explodes. Go fetch me one from that guy over there, and I'll show you what's next. Weißt du, was richtig geil wäre? Be careful. If you fumble this, we have to track down another of these damn things. Okay, Moment, ich muss mich hier anschleichen. I see one of those dormant bloaters. Ob das was wird? Und dann muss ich seinen Bauch melken. Ah, oh, es ist ekelhaft. Gotta do this quick. Okay. 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 Okay, yeah. Oh. Gott. Das war das Widerlichste, was ich jemals gemacht habe. Das war so hart, abartig, widerlich. Das war wirklich next level widerlich. Boys, Girls, müssen ein bisschen töten. Okay, die Lady ist durch, ne? Mit der Seuche ist die absolut durch. Ich glaube nicht, dass ich hier ein bisschen Heilung finde. Nö. Mm, du kannst dir ein paar Pillen reinwerfen, aber es bringt eigentlich auch nichts. Hi there, Keisha. Whatever you say, boss. Helena, du bist einfach fitter als sie. I choose you. Did you manage to harvest a poison gland? Ach Mann, sie hat's ja. Keisha. Hey, girlfriend. So. Did you manage to harvest a poison gland? Yeah. The doc has a process to turn the chemicals inside this thing into a weapon. I just thought of something else I want to show you. Let's hit it before we meet up with the doc. Also der Doktor muss ja wirklich ein Genie sein. Der muss ja absolut genial sein. We can't expect our supplies to stay in good shape if we just leave them lying around. Is this what the army came in for? Researching blood plague. Uh-huh. We,
Didn't anticipate this level of difficulty. Was hier drüben? Okay, wir müssen hier hin. Wo habe ich mein Auto stehen lassen? Hier. It's nice to have some company. The dogs had me on bloater patrol for the last couple of days. Bloater patrol? So it's just the two of you? Uh-huh. Didn't start that way, but we bit off way more than we could chew. Wer kennt's nicht? Das gute alte Bloater Patrol. Okay, wir haben was zum Reparieren. Wir sind fit. Uns geht's gut. Naja, okay, Keisha geht's jetzt nicht so gut. Aber sonst ist die Lage eigentlich ganz gut. Achtung, Achtung, das ist wieder so ein Seuchenjockel. Ach komm, echt jetzt? Bam! Und schon rennt die Bande hier hin. Oh, geil, Mann. Reparatur. Dass ich mich mittlerweile so darüber freue, mein Fahrzeug reparieren zu dürfen. Dankeschön, Spiel. Danke, dass du mir sowas erlaubst. So, Achtung. Und direkt wieder kaputt, weil... Habe ich mein Ansehen endlich so verbessert, dass ich meinen Bonus bekomme? Was zum Geier? Kein Bock. Nope. Nope. Kein Bock. Juckt mich not. Die Typen halten sau viel aus und bringen einfach gar nichts. Looks like the bridge is out. Did you army guys blow it up? Somebody did, but it wasn't us. Both bridges were fine when we rolled in a month ago. A few days later, we woke up to the sound of two big explosions. Then our radios went down, and we lost contact with the outside world. Things went bad in a hurry after that. Not cool. So habe ich hier nie meine Ruhe. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon. Noch die alte hier vorne. So. Okay, wie weit bin ich denn entfernt von einem Außenposten? Wir gehen erstmal hier hin und liefern ab. Was ist denn das jetzt? Meine neue Kühlerfigur. Okay, das Ding ist endlich gedespawnt. Ja, liefern wir ab. Alter, heute klebt aber wirklich alles an meinem Auto. Jeder Dreck bleibt hier hängen. So, merkt euch, wo wir geparkt haben. Contact, multiple directions. Ja, du übernimmst. Bist ein großer, starker Mann, zeig, was du kannst, weil ich, Min Jung, muss erst mir den ganzen Scheiß abliefern. What? Hier konnte man noch looten? So, nimm, 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 nimm und nimm. Keiner hilft der Lady. Gott. Logan, was bist du nur für ein Held? Ohne Scheiß. Schimpft sich Soldat, ne? Alter, hier ist ja noch voll der geile Scheiß drin. Hier, bitteschön. Haben wir irgendwas für Sie? Normalerweise müsste es doch eigentlich auch was für Sie geben. Das ist die Munition, die wir brauchen. Heilung, 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 Heilung. Yes, da ist es doch. Sowas sollte man wirklich immer auf Vorrat haben. Auch schon ein bisschen wieder fit. Hi there, Keisha. Okay, you lead the way. Und wir können direkt weiter. Gute Truppe, wirklich, verdammt gute Truppe. Bin stolz auf sie. Looks good. No more zombies. Aber haben wir hier gelootet? Ich weiß noch, ich war voll überfordert. Ah, hier ist nochmal ein Sack. Ein Sack Steine. Genau das, was man eben braucht in der Zombie-Kalypse. Oh, das sah biestig aus. Hier rüber? Ja.
Trödelt nicht. Komm. Ich fahre uns hier wieder zur Brücke hin. Wem, 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 wem. Mit meinem super krassen Familienauto. Family-friendly Content in der family-friendly Kutsche. So, Meister. Komm mal her. Ich bin bereit. Aber anscheinend müssen wir hier noch ein Gesicht weghauen. So, when do I get to meet this mysterious doctor? How about right now? Ja, pf, klar. Ach, jetzt müssen wir... Ich dachte, er macht hier irgendwas. Naja, ist nicht weit. This valley had the munitions and the skill to take down both bridges. Kann man hier looten? Somebody into a lot of trouble to trap a bunch of locals and a military expedition in this damn valley. Okay. Okay. We can't expect our supplies to stay in good shape if we just leave them lying around. So, müssen wir hier hin. Warum dieses ganze hin und her? Dr. Hoffman is technically military. During the outbreak, she was rescued by a patrol sweeping the area for high-value civilian assets. We're lucky they found her. The lab she runs has given us a lot of new weapons in the war against the zombies. Fantastico. Hey Doc, I'm back. And I brought a new friend. Mach mal den hier tot, bitte. Ich prügel gerade auf einen fetten Mann ein. Jeder zu seiner Aufgabe. Oh, schön, 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 schön. Das klingt doch ganz gut. So. Wie lange brauche ich denn noch, um hier krasser zu werden? Na, nicht mehr so viel. Fröhlich. 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 Nicht mehr so viel. Wir stehen eigentlich kurz davor. Was gibt's hier Schönes? This is good stuff. Oh, good stuff, good stuff. That's pretty heavy. Das wiegt eine Menge, ja. Reparaturkits. Well, it's something. Ching, 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 ching. Doktor. Doktor, wo sind Sie? Ich finde nur Cowboy-Hut. Strickmütze, warum? Ah, mit Ohrklappen. Ja, aber ich will endlich mal was Cooles. Ich finde immer nur so... Ja, ne, kann man machen. Wenn es halt nichts anderes gibt. What? Wie viel geht denn da rein? Gibt's doch nicht. 6 und in das hier geht's. Einfach mal 2 mehr, das ist so ein riesen Unterschied. Alter, wo sind die? Sind die da oben? Zombie in der Reihen in der Mikrowelle. Ich klau mal ganz schnell, Doc, ja? Hello there. Dr. Hoffman. I suppose all of this must come as a surprise to you. Back. 2 years ago, I was working in a private lab funded by some tech billionaire I never even met. Just keeping my head down, trying to push out the edges of medical parasitology. The next thing you know, the world ends and the army whisks me off to a bunker. And the rest is history. Oh, before I forget, take this. This information will let you upgrade your medical facility to something less... medieval. Among other benefits, you will be able to craft a special kind of plague cure that provides brief immunity to further infection. Thanks, bunches. Okay. Ah, ja, ja, ja. Das ist genau das, was wir haben wollten. I know this is a lot to take in. The truth is, we need your help. The doc and I can't do everything needed to finish the job. You've proven yourself more than competent. I'd like to count on you to help us see this to the end. I couldn't agree more. We'll be in touch when we're ready to take the next step. Thanks for your help. Das will ich hoffen. And be careful out there. Ja, okay? Klar. Sicher, Bruder, sicher.
room for that. Kein Platz mehr, ne? There's no room for that. Naja. So, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Es geht immer so schnell. Ich repariere mal ganz schnell hier. Ich habe immer so viel Zeug am Start, Leute. So unglaublich viel Zeug. Wir sehen uns wieder in der nächsten wundervollen, wunderschönen Folge State of Decay 2 mit ganz viel Loot. Mit super viel Loot. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und tschüss. Bewerten.